Moin ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu unserem heutigen Quick and Dirty Verkostungsvideo. Ihr seht es bereits in großen Lettern auf der Kiste. Wir haben heute von Mareike Spitzer das aktuelle Fairy Cask in der Verkostung. Zwei hat es davon schon gegeben. Der erste war Peated, der zweite war ein Blend mit Port Finish. Und jetzt haben wir den dritten in einer Holzkiste geliefert, der zu ihrem 10-jährigen Geschäftsjubiläum auf den Markt kam. Auch an dieser Stelle, Mareike, nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Tolle Arbeit, die du da für den irischen Whisky leistest. Und einige echt interessante Abfüllungen, die du da uns schon nahe gebracht hast. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, was dir diesmal hier wieder gelungen ist. Es ist wieder ein junger Whisky, 2016 destilliert, 2021 abgefüllt. Es ist ein Single Malt und dieser hat ein Finish im Pedro Ximénez Sherryfass. Und das ist in der Nase auch schon unverkennbar. Direkt diese dunklen Sherry-Noten, die Rosinen, etwas dunkel karamelliges. So ein bisschen Fudge in der Nase. Dennoch auch etwas, das mich an guten alten Portwein erinnert. Blind hätte ich wahrscheinlich vermutet, dass da irgendwie noch ein Finish mit einer Rolle gespielt hätte. So ein bisschen reife Pflaumen habe ich noch, eingelegte Pflaumen. Es geht eher so in Richtung Pflaumenmus. Ein schon fast betörender Duft, richtig dunkel und schwer, die Sherry-Aromen. Für alle, die bei PX immer hellhörig werden, nein, kein Liebstöckel. Ihr habt es wahrscheinlich gerade in der Großaufnahme schon gesehen, 279 Flaschen hat es gegeben. Mit 59,5% abgefüllt. Auch die anderen Fairy Cask waren schon recht kräftig. Ich bin gespannt. Der hier, so richtig einladend, der umarmt einen schon fast, wenn man den verriecht. Dann wollen wir ihm den Wunsch mal erfüllen. Wir trinken ihn. Slange. Der hat richtig Power. Trockener alter Sherry. Rosinen ja, aber nicht so süß. Eher ein bisschen nussige Noten. Das Pflaumenmus ist auch da. Aber das Ganze schon richtig mit Kraft im Antritt. Die 59,9%, die verstecken sich nicht. Der zweite Schluck naturgemäß angenehmer. Der Mundraum fängt an, sich an die Aromen zu gewöhnen. Es wird jetzt fruchtiger,
Gleichzeitig kommt ein bisschen mehr Nuss. Sehr interessant. Und irgendwas finde ich da bei den fruchtigen Noten, das ich noch nicht so ganz zuordnen kann. Ich hoffe, ich muss noch mal. Also bleibt bei diesen dunklen, tiefdunklen Noten im Karamell. Es ist weiterhin das Pflaumenmus. Und ich glaube, das geht in Richtung Kirschen. Eingelegte Kirschen. Die haben manchmal so eine leicht trockene Note hinten raus. Trocken wird es hier auch, aber angenehm. Sehr schön. Gefällt mir. Mittlerweile hat sich mein Mund auch an den Alkoholgehalt gewöhnt. Jetzt ist alles passend und stimmig. Schön warm wird mir. Also durchaus ein Whisky, den man während der etwas kälteren Jahreszeiten genießen kann. Der wärmt einen wieder richtig durch und bringt den Kreislauf in Schwung. Macht Spaß im Glas. Alles, was man von einem Whisky erwarten kann. Und das Ganze für einen, wie ich finde, sehr fairen Preis in dieser ansprechenden Verpackung kommt der für 74,90 daher. Single Cask, fast stark, richtig mit Kraft, toller Aromen, schick verpackt, passt alles. Deshalb viel Spaß all denen, die ihn sich bestellen. Wer vorher probieren möchte, wir haben die Flasche eh offen, kommt vorbei, versucht's. Ich bin für heute raus. Genieße noch ein wenig weiter. Wünsche euch einen schönen Tag und beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.